sind heute auf dem Jahreskongress der BVO. Und warum sind wir hier? Weil wir da vor 10 Jahren schon mal waren und es sehr schön war, diese Location. Was ist die BVO? Eine wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptiker und Optometristen. Okay. Und was macht eine Ärztin hier? Uns weiterbilden. Uns auf einen neuen Horizont bringen, der uns sonst verschlossen bleibt. Also heute gibt es Vorträge, Seminare. Workshops zum vielerlei Themen. Trockenes Auge, Kommunikation, Kinderoptometrie, Emotionaloptometrie, Kontaktlinsen. Alter, das wird eine ganze Menge anscheinend. Richtig voll. Also sehr gepresst, sehr gestaut. So wie wir. Von den Mittagessen sowieso. Hast du heute dir die Vorträge auch angeschaut? Warst du dabei oder warst du mit der Organisation beschäftigt? Sowohl als auch. Also eure Vorträge schon angeschaut. Also jetzt den von Matthias Werner, den guckst du dir gleich auch noch an. Meinen mit der Frau Dr. Löffler. Den haben wir schon erlebt. Und wie fandest du das? Sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Sehr informativ. Oh, sehr informativ. Das ist einfach so. Das ist ein super Netzwerk, wo man einfach nur neidisch sein kann, dass das so gut läuft. Also großes Plus für euch, dass ihr die Option habt, dieses Netzwerk aufzubauen. Und ich finde es auch gut, dass das bei euch in der Klinik so läuft, dass ihr miteinander redet. Dürfen auch Ärzte hier teilnehmen? Also herzlich willkommen. Immer. Also wer möchte oder wer Anregungen hat, dann sich in der Geschäftsstelle melden, in Mainz. Wir sind für alles offen, in der Richtung. Dankeschön, Andreas. Gerne.